das kein trauriges Ereignis ist. Also ich stehe nicht hier und bin verzweifelt und sage, das war's nu, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll. Aber ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart, und die sagen, die können beide nicht mehr laufen, und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen, aber ich kenne sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum. Ohne das Publikum hätte alles keinen Sinn gehabt, und nicht nur bei meinen gesamten Wettkandidaten. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich in Offenburg so mit offenen Armen empfangen wurde. Dankeschön. Danke. Ich möchte mich bei meinen Wettkandidaten bedanken. Und ich möchte mich vor allem bei einem Mann bedanken, dem ich alles zu verdanken habe, der sich, finde ich, zu schnell von seinem Kind getrennt hat. Er war der Vater von Wetten, dass. Er war zu mir immer wie ein Vater. Und er hat mich in dieser ganzen Zeit, in der ich Wetten, dass gemacht habe, immer gut behandeln. Frank, danke dir für alles. Aber ich möchte gerne dazu noch etwas sagen. Das kommt ganz persönlich aus meinem Herzen zu Thomas. Ich bin im ZDF sehr dankbar, dass ich eingeladen worden bin, heute Abend an dieser Sendung zuschauen zu dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht das Gefühl, ich bin bei einer letzten Sendung, sondern ich hatte das Gefühl, man hat mich zur besten Zeit von Thomas Gottschalk eingeladen, eine Sendung anzuschauen. Dankeschön. Und wir haben heute alle gemeinsam etwas erleben dürfen. Wir haben eine wunderbare große Couch mit fantastischen Gästen. Ich werde die Gags, die ihr gemacht habt, nicht vergessen. Ihr habt gestrahlt, ihr seid so wunderbare Gäste, ihr könnt in jede Show kommen. Und dann hat diese Sendung heute Abend wieder etwas bewiesen. Der Mensch, den keiner kennt und der am Samstagabend plötzlich zum Star wird, über den am Sonntag und am Montag nur geredet wird, also dieser Horst mit seinen Hähnen, den werde ich nie vergessen. Ich werde auch nie vergessen, wie der Felix, der kleine Felix, sich gefreut hat, über den Gewinn zur Formel 1 zu fahren. Und das sind die Momente, die die Sendung immer wieder gebracht haben. Und dafür bin ich dir so dankbar, dass du so lange durchgehalten hast. Und jetzt mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde dich öffentlich umarmen. Mann! Dankeschön. Und jetzt ganz wichtig, wie geht ein Mann wie Gottschalk hier heraus? Er geht nicht, er wird gefahren. Und mit was wird er gefahren? Mit dem Fahrzeug, das Wetten, dass groß gemacht hat. Du kriegst jetzt deinen eigenen Bagger. Oh. Der Wagen fährt vor. Mike, es war immer mein Traum, mit dir in den Sonnenuntergang zu fahren. Es ist angerichtet. Mike, wir fahren gemeinsam in den Sonnenuntergang. Und hallo. Schön, dass du da bist. Unser Bagger. Dankeschön, Offenburg. Dankeschön, Deutschland. Dankeschön, Österreich. Dankeschön, Schweiz. Servus. Ciao, ciao. Mach jetzt
Zeit, meine Damen und Herren. Mike Krüger, der liegt in den Sonnenuntergang. Und jetzt haben alle Panik, dass wir Reklame für unseren Podcast machen. Das weißt du sowieso wieder, dass wir einen Podcast haben. Das ja, Frank, danke schön. Markus Schächter, meine lieben Dank, meine Programmdirektorin, dass ihr mir mal von unten zuhört, Marina. Rafaela, meine Schwester, meine Nichte Julia, die Familie ist da, danke schön. Danke, gute Nacht und auf Wiedersehen. Cheer, bye-bye, Jan-Josef, danke für all das, ihr Welt. Matthias, Stefanie, Staffelbeck, ich kann den Namen immer noch. Jan-Josef, Bastian, Schweinsteiger, danke. Davos, wir hatten eine gute Zeit zusammen, hä? 35 Jahre ist ja Wahnsinn.